Das ist meine Stadt Rapperswil. Ich auf meinem Morgenspaziergang. Ich zeige dir da den Einblick. Sie renovieren das Schloss. Gehe jetzt aber ins Büro und zeige dir etwas auch sehr Cooles. Nämlich mein System, wie ich Videos automatisch in Blogartikel verwandle und Blogartikel automatisch in LinkedIn und Facebook beiträge. Stay tuned. Wie cool ist das? Sehr cool. Es ist wirklich sehr cool. Ich bin hier in make.com. Da gibt's einen Link dazu unter diesem Video. Kannst du kostenlos nutzen bis zu einem gewissen Grad und habe für diese Aufgabe zwei sogenannte Szenarien. Die erste ist die untere hier. Das macht aus einem YouTube-Video dann ein Blogpost auf meiner Website. Mit allem drumherum. Wie cool ist das? Nur Video. Zack, Blogpost veröffentlicht. Du könntest auch einbauen, dass es die Blogartikel zuerst im Entwurfsmodus speichert, damit du noch checken kannst, korrigieren kannst, ergänzen kannst und dann veröffentlichen kannst, wie du willst. Ich habe es jetzt so in diesem Fall, dass es direkt die Blogartikel veröffentlicht. Es nimmt dazu das Thumbnail, also das Vorschaubild von YouTube-Video, auch als Artikelbild. In WordPress, wir schauen dann ein bisschen genauer rein, wie das geht. Und in einem zweiten Schritt, das obere hier, wenn ein neuer Blogartikel auf meiner Website erscheint, dann macht diese kleine Automation daraus, auch mit Hilfe von AI, ein LinkedIn-Post auf meiner Unternehmensseite, ein LinkedIn-Post auf meinem Profil, privaten Profil und auf meiner Facebook-Seite auch noch ein Post. Und die sind ein bisschen unterschiedlich. Make ist ein Tool, mit dem du ganz einfach ganz verschiedene Tools und Webpräsenzen miteinander verbinden kannst. Sie sagen, sie sind der Leim zwischen verschiedenen Diensten im Web. Jetzt, das ist die kleine Automation, die läuft von links nach rechts durch. Als erstes hat man einen sogenannten Trigger. Das schaut, wenn irgendwas passiert, dann soll dieser ganze Workflow ablaufen. Okay? Ich habe unten jetzt hier eingestellt, dass das täglich um 18 Uhr wäre das, läuft und schaut, ob ein neues Video veröffentlicht wurde in meinem YouTube-Kanal und dann, wenn ja, macht es einen Blogpost. Das geht dann 30 Sekunden, Blogpost ist da. Okay, wenn du Interesse hast, die ganze Vorlage mit dem Python-Code, mit der ganzen Automation fixfertig gebaut für dich zu holen, dann kannst du Zutritt erhalten zu meinen Sam's Nuggets, Link unter diesem Video. Dann bist du viel schneller bereit and ready to go. Und zwar läuft das über RSS. Jeder YouTube-Kanal hat ein RSS-Feed. Das ist ein simpler Link mit meiner Channel-ID hinten. Und das System hier merkt, wenn ein neuer Eintrag drin vorkommt. Okay? Kommt ein neues Video, dann geht das weiter zu CodeKit. Ein Modul, das ermöglicht, dass ich ein bisschen Python-Code ausführen kann. Aber sehr wenig. Wir schauen kurz rein. Ich muss immer zuoberst meine Verbindung zu diesem Dienst herstellen. Das ist bei allen Modulen oder praktisch allen Modulen gleich. Also wenn ich mit WordPress natürlich ein Modul habe, hier hinten, dann habe ich oben die Connection zu meinem WordPress. Da muss ich ein Plugin installieren auf meiner Website. Dafür, also oben immer Connection. Da brauche ich einen Account bei Zero CodeKit. Ich glaube, da habe ich einen kostenlosen Account oder sehr günstig und habe hier nur diesen kleinen Code hier drin. Das ist alles und geht dann über ein Skript die Transkription holen. YouTube macht immer aus deinen Videos automatisch eine Transkription in der Sprache, die gesprochen wird. Du kannst aber auch die überarbeiten. Du kannst aber auch weitere Sprachen hinzufügen, aber ich hole jetzt hier die deutsche Transkription, vorausgesetzt sie ist da, bis 18 Uhr sollte sie da sein, wenn ich am Nachmittag ein Video
veröffentliche. Sonst wird es abbrechen, weil es nichts findet. Und dann am nächsten Tag um 18 Uhr dann wieder versuchen. Das sollte dann klappen. Okay, dann, daraus habe ich jetzt eigentlich nur den Inhaltstext geholt, genau das Gesprochene, Wort für Wort, zumindest so, wie YouTube das verstanden hat. Dann gehe ich zu ChatGPT, habe ich auch wieder meine OpenAI-Connection oben. Das ist nicht dasselbe wie ein normales Abo bei ChatGPT, sondern da musst du auf Plattform OpenAI.com gehen und da habe ich, und einloggen, und da habe ich irgendwie $20 mal hochgeladen und das reicht sehr, sehr weit. Da kann ich dann auch die neuesten Systeme verwenden. Wenn du zufrieden bist mit älteren Systemen, dann geht es vielleicht sogar mit einem kostenlosen Account. Okay, da habe ich dann meine Prompts drin, die jetzt zu mir passen. Wer ich bin oder wer diese AI verkörpern soll und für wen das geschrieben wird, nimm das Videotranskript aus dem nächsten Prompt, und verfasse einen Blogartikel daraus für die WordPress-Website. Suche zuerst die Kernaussagen des des Videos und strukturiere daraus einen Artikel. Und jetzt habe ich die Inhalte, Titel aus dem orangen Modul, Beschreibung aus dem orangen Modul und dann Transkript, also der ganze Inhalt in Text aus dem Python-Code, also aus diesem schwarzen Modul. Und dann sage ich auch noch ein bisschen, du solltest ein bisschen auch auf SEO achten, damit es gut gefunden werden kann in Google. Ein bisschen, ja, verwende Quintessenz statt Fazit, weil ich Fazit nicht so cool finde. Dann auch verwende Schweizer Schreibweise. Und wichtig, ich will das Resultat im JSON-Format. Das ist das JSON-Format. Und gebe ein kleines Beispiel hier. Das ist immer Feldnamen und Inhalt. Dann Komma, Feldnamen, Doppelpunkt, Inhalt. Komma, Feldnamen, Doppelpunkt, Inhalt. Das heißt, ich habe Felder Title, Slug, das ist der Link für den Blogartikel, Text, Inhalt des ganzen Artikels ohne dem Hauptartikel und im HTML-Format mit Zwischentiteln als H2-Titel. Mehr habe ich nicht, diese drei Felder. Dann sage ich Zero bei Max Tokens, das heißt, es kann die obere Limite verwenden. Da diese Einstellungen lasse ich so, aber hier stelle ich um von Text auf JSON-Objekt, damit ich wirklich dieses Resultat von ChatGPT verwenden kann mit diesen drei Feldern Titel, Slug und Text. Okay, dann stelle ich hier um auf Yes. Das macht es mir einfacher nachher. Ich will, dass das Modul direkt diese drei Felder ausgibt als einzelne Felder. Okay, das ist alles hier. Dann gehe ich zu einem weiteren Modul, das ein Bild holen muss. Und zwar nimmt es aus diesem orangen Modul vorne das Vorschaubild des YouTube-Videos und lädt das herunter, Download. Okay, get a file. Dann gehen wir zu WordPress. Und WordPress ist halt einfach jetzt so, ich muss zuerst das Bild reinladen und dann im zweiten WordPress-Modul den Artikel erstellen und das Bild mit der ID angeben. Okay, das heißt, ich verwende zuerst Create a Media Item. Hier meine Verbindung zu meinem WordPress. Du musst Add klicken, wenn du das noch nicht hast. Dann hole ich mit Map Data aus dem blauen Modul, der Download des Files, gib einen Namen, und zwar Slug. Das heißt auch hier wieder der kurze Link mit drei Wörtern mit Bindestrichen, .jpg. Titel und Alternative Text, die gehören zum Bild.
habe ich so abgefüllt, einfach mit dem Titel des Videos. Das ist meistens auch ungefähr der Text, der auf dem Bild draufsteht. Okay. Und dann ist das Bild mal im WordPress hochgeladen. Und jetzt gehen wir hin und kreieren einen neuen Artikel. Und zwar mit diesem Titel aus ChatGPT. Dann mit dem ganzen Text aus ChatGPT. Und wir hängen hier unten noch einen Zwischentitel von der Stufe 2 an. Hier ist das Video, Doppelpunkt. Und dann der Link zum YouTube-Video. Und WordPress wird dann automatisch das Video einbinden im Artikel. Wir sagen, das ist ein Artikel, also ein Beitrag und keine Seite. Und Slug, das ist wieder diese drei Wörter mit Bindestrichen, das ist samsteiner.net/slug, also menschenlesbarer Link. Es soll direkt veröffentlichen. Hier könntest du auf Draft stellen, wenn du zuerst überarbeiten willst, dann würdest du so oder Pending veröffentlichen, Format Standard. Da kann ich wählen, in welche Kategorien das kommt. Ja, da müsste ich jetzt YouTube-Videos noch wählen. Die Kategorie musst du zuerst in WordPress erstellen. Okay, und dann Tags. Wenn du willst, kannst du hier auch noch Tags. Ich habe hier YouTube-Video auch noch als Tag. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Overkill. Aber ich habe das so drin. Mein Autor, das kann ich aus dem Pulldown wählen. Und hier eben aus dem vorherigen WordPress-Modul, das Media Item ID. Das kam raus, als ich das Bild hochlud. Und mehr braucht es nicht. Das ist die ganze Automation. Kannst du Punkt für Punkt nachbauen. Wenn du Interesse hast daran, dass ich das für dich baue, dann melde dich über den Link Rede mit Sam unten in der Beschreibung. Und wir gehen jetzt aber noch schauen, wie das ausschaut, Social Media Posts aus diesem Blogpost zu tun, zum Kreieren. Kannst du natürlich auch dann nutzen, wenn du keine YouTube-Videos machst, sondern direkt deine Blogartikel selber schreibst, dann die Automation, die dir Social Media Beiträge macht. Also gehen wir zurück. Und zwar hier Blogpost zu LinkedIn und Facebook. Wie cool ist das? Also hier wieder Trigger, das läuft jetzt immer morgens um 6.39 Uhr, aus irgendwelchen Gründen, habe ich so gewählt. Und es schaut, gibt es neue Beiträge in meiner Website? Wenn ja, läuft dieser Workflow. Und zwar geht es zuerst mal zu OpenAI, also ChatGPT und so weiter. Und sagt jetzt, you're a Social Media Manager, das könnte ich natürlich auch auf Deutsch schreiben, weil ich you write in German, you use Swiss spelling, no German, blablabla. Ja, wäre wahrscheinlich jetzt logischer gewesen, alles auf Deutsch. Aber ich schreibe jetzt hier, du solltest engaging LinkedIn-Posts und Facebook-Posts kreieren für die jeweilige Plattform und Titel und Link des Artikels. Genau, das sind die Prompts. Hier habe ich auch noch den ganzen Inhalt des Artikels, weil es manchmal nicht so, je nach Version auch, aber über die API auch die Version ChatGPT, GPT 4o hat bei mir nicht jedes Mal wirklich die Website lesen können. Deshalb gebe ich hier den ganzen Inhalt mit. Macht es einfacher. Dann auch hier wieder, ich will, dass es im JSON-Format das ausspuckt, das heißt Feldnamen und Inhalt. Also ein Facebook-Post mache ich und ein LinkedIn-Post. Ich sage noch darin, dass die Line-Breaks mit N ersetzt werden sollen. Irgendwie funktioniert das besser so. Für die Struktur. Und das wäre das ChatGPT. Es gibt mir also zwei Felder raus, ein Facebook-Beitrag und ein LinkedIn-Beitrag. Router heißt einfach Abzweigung. Zuerst gehen wir oben durch
über zu LinkedIn und wir gehen jetzt zu WordPress und holen die ID dieses Bildes. In meinem Fall ist das dann das Vorschaubild, das ich von YouTube nahm und als Artikelbild automatisch im Blogartikel einfügte. Und hier holen wir es wieder, weil wir verwenden das bei LinkedIn als Bild im Beitrag. Okay, leider kann ich das, glaube ich, nicht direkt aus diesem Modul holen. Get a Media Item. Dann downloaden wir das über diese URL und dann machen wir einerseits, das ist auch wieder eine simple Abzweigung, einerseits auf meiner Unternehmensseite einen Beitrag und andererseits auf meinem privaten Profil in LinkedIn einen Beitrag mit dem gleichen Inhalt. Title und dann Content ist der LinkedIn-Post. Das ist jetzt ein Beitrag auf Das ist ein User Image Post und bei LinkedIn für Unternehmen ist es praktisch dasselbe. Hier unten ist noch die Facebook-Geschichte, Facebook Pages, Create a Post. Auf meiner Seite mit dem Inhalt Facebook Post und dem Link. Facebook wird ja dann auf diesen Link gehen und daraus dann auch das Artikelbild holen als Vorschaubild. Okay, das sind die beiden Workflows, die hier jetzt ablaufen, vielleicht besser hier, und eine kleine Maschine sind, die dir enorm viel Zeit sparen. Wie cool ist das? Bist du interessiert an weiteren solchen Automationen, dann abonniere diesen Kanal, schau die anderen Videos, die jetzt eingeblendet werden. Wenn du Ideen hast oder Fragen hast, sehr gerne unten in die Kommentare, dann kann ich vielleicht ein Video zu einem ähnlichen oder anderen Fall auch noch veröffentlichen, das dir helfen kann.